Wir fangen einfach direkt an. Wir fangen einfach direkt an mit ein bisschen Video-React-Shit. Gibt nicht allzu viel zu erzählen. Ich habe hier was Schönes von Marius gefunden. Habe ich selber mitgemacht. Ein Escape Room hat der Bro gebaut. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, was so dahinter steckt im technischen Sinne. Ich ziehe mir hier auch währenddessen Popcorn rein. Nur, dass ihr es wisst. Ich habe die letzten 6 Wochen meinen eigenen Escape Room mit der neuen Next Level 2 Technik gebaut. Heute steht mir da ein paar meiner Freunde durch und die können ein bisschen was gewinnen. Holy shit! Ach du Scheiße! Digga, das Brett ist ja 1A getrackt! Digga, ihr seid doch verrückt. Wirklich krank, Mann. Es ist nicht einfach, ne? Hast du Bock auf meinen Escape Room? Ziehen sie an. Einfach Computer auf dem Rücken. Jawoll! Ich hab in meinem ganzen Leben noch nicht sowas Ähnliches gemacht. Wenn du lachst und Sachen geplant hast, dann werde ich hier drin sterben. Jetzt gehst du erstmal ins Game rein. Nein! Das ist krass, Alter. Holy shit! Bevor wir jetzt aber unsere Freunde durch diesen schicken Parcours hier jagen konnten, mussten wir 6 Wochen lang erstmal überhaupt das Ding zu funktionieren bringen. Es gab Fehler über Probleme. Warum kann ich nicht auf Create klicken? Ich habe das so oft mitbekommen. Die Jungs waren am Struggeln bis zum geht nicht mehr, Mann. Wir haben nur mal das neue Tracking-System in Action gesehen. Wir mussten erstmal die ganze Tracking-Technologie überhaupt verstehen. Ja, nicht ganz gut, also es funktioniert relativ stable. Hier ist der Boden, der fühlt sich auch gut an. Ja, also ich kann hier problemlos durchlaufen. Erster Test, dass es überhaupt funktioniert, ist schon geil. Und jetzt müssen wir es noch richtig accurate kriegen. Und vor allem halt auch das Level programmieren. Das ist halt krank. Marius hat das komplett selber wieder mal gebaut. Oh mein Gott. 5 Stunden später. Digga, ich wohne einfach mit diesem Motherfucker hier. Wir teilen uns die Halle, Alter. Ich puppe die ganze Zeit in der Nase und mach Tinder Real-Life-Dates und der Bro baut sowas. Ich fühle mich wie das letzte Stück Scheiße, ich sag's ehrlich. Ja, es ist vollbracht. Das ist das Level. Das ist der Roboter. Und wir haben hier so einen Sci-Fi-Korridor, so ein bisschen so ein Safe. Und hier ist das Objekt der Begierde, so ein Ohr. Und das müssen wir klauen. Und da gibt's ein paar Challenges. Die erste Challenge ist dieser Abgrund hier vorne. Und um den zu überqueren, braucht man diese Plank hier. In dem Moment, wo du diese Planke hier rüberschiebst, aktiviert sich das Schild. Um das Schild zu deaktivieren, musst du die Planke wieder wegnehmen. Und dann, wenn du das Orb klaust, aktivieren sich die Laser. So nervig, Mann. No joke. Dann musst du, ohne einen Laser zu berühren, wieder zurückkommen. Das heißt, wieder die Planke nehmen und mit dem Orb irgendwie hier zurückklettern. Ich sag's, bei mir war Scuff-Chat. Das ist die Challenge. Ein großes Problem, was wir noch lösen mussten, war halt, wie kriegen wir die Hände in Virtual Reality rein? Vor allem halt auch die Finger. Um es richtig, richtig krank immersiv zu machen, brauchst du halt die Finger. Und dafür habe ich mir diesen Chipsatz hier bestellt, der hier 2 Kameras drin hat. Und diese Kameras laufen mit einer KI-Software. Und diese KI werde ich jetzt in unser Spiel reinbauen, wenn man jetzt nur die Hände hat und die Hand zurückschiebt, kann man ja ganz automatisch sowas wie Ellbogen und Schulter rückwärts rechnen. Das nennt sich Inverse Kinematics. Und wenn du das an 5 Punkten vom Körper machst, und zwar Fuß 1, Fuß 2, Hand 1, Hand 2 und Rücken, kannst du fast alle Bewegungen rückrechnen, sodass es natürlich aussieht. Problem ist, das ist implementierungsmäßig ziemlich schwierig. Der ist so ein kranker Scheiß. Weil am Anfang sieht das erstmal so aus. Crazy. Und wenn man dann die Hände bewegt, passieren ganz wilde Sachen. Jetzt kommt nämlich das große Aber. Nach ganz viel Rumprobiererei habe ich es hinbekommen, dass sich mein Ellbogen auch mit bewegt, obwohl ich keine Tracking-Marke habe. Das könnte richtig, richtig geil werden. Wenn man jetzt zum Beispiel Multiplayer hätte, könnte man dich halt auch von außen sehen, wie du deine Hände gab oder genau das. Perfekt, Basti. Wie echt sich das einfach anfühlt. Und damit ist so jetzt crazy, nach wirklich. Knapp 3 Wochen Entwicklung benutzt, so. Endlich der Grundstein gelegt für das Agenten-Game. Alter, das war so schwierig, das hinzukriegen und endlich funktioniert's. Also, zumindest mit den Händen. Wir hatten das Problem, dass die Kameras den Raum nicht perfekt gesehen haben. Deswegen hängen wir jetzt gerade alle Kameras nochmal um und dann kann ich hoffentlich heute das allererste Mal die Software testen. Das wäre so geil. Posti hat sich eine eigene Leiter gebaut, weil wir keine mehr hatten. Jetzt Bausatz auf. Angeschrien.shop. Doubt it. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, ne? Das ist der allererste Test mit Software, mit Handtracking und VR-Raum und im Rucksack-Modus. Hallo! Herzlich willkommen. Ich will hier rein. Im Next Level VR-Space. Ah, bitte passen Sie nicht die Technik an. Oh, es bewegt sich. Genießen Sie Ihre Experience. Wow. Alter, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber bei mir flippt die Welt gerade komplett ab. Also das Ding ist halt, Marius produziert damit halt so richtig geile Spaces und so VR-Shit. Was soll ich sagen, Marius? Ich bin für VR. Ich möchte, dass du damit geisteskrank geilen VR machst. Das ist Handtracking ist irgendwie nicht. Gibt's Cock-Tracking? Ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die LEDs zugeklebt sind. Ich kann aber prinzipiell laufen. Das sieht auch alles krass aus. Aber es ist übel am Drift. Oh mein Gott. Hier ist scheinbar ein Blindspot. Der Raum ist auch nicht so synchronisiert mit dem Raum hier. Die Welt driftet halt mega. Das heißt, die Kalibrierung von dem System funktioniert noch nicht so ganz. Das wird jetzt erstmal wieder ein Spaß. Probleme fixen. So, versuch mal zu dem Safe zu kommen. Ah!
Ah, oh, Alter! Ja, der muss noch ein bisschen nach vorne hier. Test mal die Wand hinter dir. Ein Stück zurück. Oh, ein Stückchen zurück. Da würde ich dich jetzt mal kurz bitten, einmal vom Start bis zum Orb zu laufen. Ja, ja. Und... Okay, da ist das Tracking auch super. Schau dich mal ein bisschen um. Ja, du könntest den perfekt passen. Auch wenn ich mich so rübergreife, kann ich ihn gut greifen. Okay. Ich persönlich unterschätze einfach immer wieder, wie komplex das ist. Also, ihr müsst euch überlegen, ist... Ich hab gedacht, was habt ihr da mit dem Holz aufgebaut? Was soll der Scheiß, bis ich dann das Ding angezogen hab, wa? Und ich krieg's nicht mal hin, die Kloschüsse zu treffen. Perfekt, Bro, das ist es. Zig Systeme, die hier zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel einmal ein riesen Netzwerkproblem gehabt. Das heißt wirklich LAN-Kabel, Switches, Router, die müssen alle richtig eingestellt sein. Dann natürlich die Frage, wie positioniert man die Kameras richtig? Da muss das VR-Headset mit diesen Kameras kommunizieren. Da müssen diese Daten so verarbeitet werden, dass die dann in mein Spiel reinkommen. Und das alles so, dass es da keinen Fehler gibt. Vertraut mir, wenn ich eins sage. Da gab es einen Shitload von Problemen. Alles von, das komplette Level ist auf einmal weg. Wir haben überhaupt kein Internet mehr. Die Kameras funktionieren überhaupt gar nicht mehr. Und wir müssen alles 20 Mal umbauen. Das ist ein wunderbar Stil. Nach 5 Wochen sind wir auf was gekommen. Alles wieder abbauen. Ey, glaub nicht, wie viel Pain und Mental Breakdowns wir hier kollektiv hatten wegen diesem ganzen System. Der Kern von Next Level 2 hat nicht funktioniert. Und dann kam es uns heute, mit 6 Kameras ein Rechteck zu bauen. Macht ja mal gar keinen Sinn. Weil an jeder Seite fehlt ja eine Kamera. Wir könnten theoretisch einen Kreis mit 9 Meter Durchmesser machen. Ja. Das ist insane viel. So viel, dass es halt einfach auch gar nicht mehr in den Raum reinpasst, sondern wir unsere Halle dafür brauchen. 9 Meter sind nämlich von hier bis zur Wand. Das bedeutet aber auch, dass wir unsere Halfpipe jetzt abbauen müssen dafür. Ja gut, die hat ja eh gestört, ne? Die ganze Fehlersuche ging so weit, dass wir dann später ein Meeting hatten mit den Ingenieuren aus Amerika. What the fuck? Und mit denen haben wir dann ein super langes Gespräch gehabt. Die haben sogar unser System nochmal nachgebaut, um dann erstens festzustellen, unser Raum ist viel zu klein, was halt slightly hyper beschissen ist, weil wir extra einen Raum in dieser Halle umgebaut haben, um darin VR zu testen. Und zweitens haben wir zusammen mit denen herausgefunden, dass es halt ein Problem mit einem Treiber gab, der dieses ganze Floaten, wovon wir immer gesprochen haben, ausgelöst hat. Aber mit denen zusammen haben wir es dann super hinbekommen. Und das alles haben wir dann, no joke, am letzten Arbeitstag, sage ich mal, letztes Jahr noch hinbekommen, sodass wir jetzt Anfang dieses Jahres endlich das hier alles aufbauen konnten und jetzt endlich spielen können. So crazy. Einwandfrei. Ernsthaft jetzt? Ja, auch mit dem Fingertracking und so. Kein Floating? Nix. Ich habe noch nie so gutes Tracking gesehen, ich schwör's dir. Es bewegt sich gar nichts mehr. Es war wirklich ein Bug in der Software von denen. Perfekt, und Marius hat ihn gefixt, das ist so insane. Und Carsten? Ja, geil. So, ich will jetzt mal hier die Runs zu den Runs hingehen. Den kann man halt auch wirklich anfassen. Und dann kommen auch die Laser, wo man später durch muss. Dieser Ring ist auch wirklich so gut gestrackt. Der Marius ist so ein Biest, Alter. Der ist so insane, der Junge. Ich bin so proud of ihn. Das sieht so cool aus. Und den Escape Room versuchen wir jetzt ein paar von meinen Freunden zu schlagen. Und jeder, der den schlägt, bekommt 50 Euro von mir. Also drück mir die Daumen, dass der... Sieht so ein bisschen aus, als hätte er hier so einen Rogue-mäßig Schlaganfall. Guck mal. ...möglich ist. Deine physischen echten Beine dürfen nicht in den Abgrund fallen. Dein Ziel ist es, diesen Ring zu klauen. Und den unbeschadet mit dir zusammen wieder hierher bringen. Falls du in irgendwas reinlaufen solltest, was den Alarm auslöst, wird alles pink und rot und du hast verloren. Ach. Digga, also ich verstehe momentan auch echt nicht, was modemäßig bei Papa Platte los ist. Das ist so ein Zwischending zwischen Rentner, Halbbeast und Frau in der Midlife-Crisis, Digga. Was trägt Kevin eigentlich da? Bro, Kevin, no joke. Was ist denn mit dir los in letzter Zeit? Köln hat dich verändert. Ich schwöre, das sieht wirklich aus wie der Papa-Gumo-Emote. Alarm auslöst, wird alles pink und rot und du hast verloren. Achso, und wenn du schaffst, gewinnst du 50 Euro. Ich habe auch noch eine Rechnung offen mit. Die würde ich dir... Ja, das stimmt, Marius schuldet mir wirklich noch ein bisschen Geld. Marius, ich gebe dir 2 Tage oder ich mache deine ganze VR-Technik kaputt. Erstmal ins Game rein. Nein! Oh mein Gott, was? Holy shit! Ach du Scheiße. Ich kann mich jetzt einfach bewegen, ja? Ich muss da rüberspringen, oder? Guck mal, ob du vielleicht was anderes findest. Digga, was war denn da mit meiner Frisur los? Um da rüber zu kommen. Marius? Ja? Du machst mir Angst. Ach Gott, oh Gott, das ist ja ganz crazy. Also ich suche irgendwas, um da rüber zu kommen. Also sowas wie so eine Brücke oder so. Vielleicht das da? Dieses Mini-Brettchen soll ich jetzt über diesen Abgrund legen. Digga, das Brett ist ja 1A getrackt. Junge, krank. Das ist wirklich insane. Shit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das ist. Okay. Hier ist Strom. Ja, ich geh mal rüber. Oh mein Gott. Junge. Ich lasse es hier. Ich habe Angst, dass ich runterfall. Was? Warum wackelt das? Was hast du da drunter hingestellt? Oh Gott, ist das schlimm.
Da ist Strom drauf. Wie mache ich denn den aus? Muss rausfinden. Hätte ich da hinten was machen müssen? Ich schenke dir meine 50 Euro nicht. Oh, ey. Da, oh Gott. Ja, gerade fast da reingefasst. Ich nehme das Brett weg. Muss ich vielleicht das mit diesem Brett hier machen? Oh! Aha. Ich würde gerne nur den Ring hier klauen. Digga, ihr seid doch verrückt. So verrückt, dass das geklappt hat. Ja, Kathi, du hättest das Ding jetzt nicht in der Hand halten müssen, wa? Boah, Digga, der Shader ist ja krank. Gib her den Ring. Ja. Halt's Maul. Junge, krank. Ach so, ja, moin. Perfekt, Digga, perfekt. Da hat's bei mir auch echt einen Fehler gegeben. Normalerweise bin ich extrem gut, sowas zu schaffen, aber da war ein kleiner Bug, glaube ich. Ja, perfekt. Ah, nee, Jungs, ey, top. Ist ja übelst chillig hier. Och, nö, was das denn? Ich muss ja da wieder rüber. Wie soll das funktionieren? Ich bin viel zu dick. Wenn deine Beine die Laser berühren, ist nicht schlimm. Alles andere, löst den Alarm aus und du bist dann. Voila, es war ein Bug, voila. Okay, warte, dann machen wir so. Kann ich den goldenen Ring ablegen? Kannst du ablegen, klar. Bruder, fall nicht runter. So, warte, jetzt guck mal. Ich will noch mal kurz nachvollziehen. Ich hab eine Idee, was? Warum ist es da so bei mir gewesen, dass es quasi... Neue Taktik. Oh, Scheiße. Oh, nein. Ich bin, glaube ich, falsch. Dann nochmal. Es ist nicht einfach, ne? Oh! Nein! Dein Kopf ist dran gekommen. Ach du Scheiße, bin ich gestorben? Ja. Oh mein Gott! Nein! Oh, bist du in den Laser reingekommen? Kann ich den Ring nicht einfach da rüberwerfen? Da musst du nur noch selber rüber. Guck mal, was jetzt passiert. Wartet, jetzt check mal, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Komm, pass nur auf, dass du nicht in den Abgrund wirfst. Ja, okay. Ich muss gucken, Digga, wenn ich einen Strahl hier übersehe. Es ist so geil zu sehen, wie die Leute das immer anders machen. Okay, ich bin drin. Marius, was hältst du davon, mir 50 Euro zu geben? Du musst noch über den Abgrund. Da, über was bin ich da? Guck mal. Check dir, guck mal, ich war ja schon hier, seht ihr? Guck mal, hier bin ich am höchsten Punkt und der Strahl ist so. Und jetzt habe ich ihn echt mit dem Kopf berührt oder wie es passiert. Oder der Arsch, war es der Arsch? Weil ich check's nämlich nicht, weil ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wie ich da gestorben bin, Mann. Ich verstehe es nicht, ich will mein Geld zurück. Hä, oh. Hey, ich hab nicht berührt. Walla, ich hab nicht berührt. Wäre es nicht rosa gegangen. Aber ich war in der Hocke, Bro. Dahinter dir ist... Ja, schlechte Technik, schlechtes Video, scheiße. Nein, Marius mal wieder insane, Alter, holy shit. Ich will mein... Ach, ich kann kein Deutsch, scheiß drauf. Wir lassen es einfach mit dem Kommentar heute. Perfekt, Mann, geiles Video, check's gerne aus.